Marie möchte einen schnellen DSL-Internetanschluss bestellen. Nach einer DSL-Prüfung für ihre Wohnadresse stellt sie fest, dass an ihrem Standort maximal DSL 6000 erhältlich ist. Doch was heißt das eigentlich? Und trifft Marie mit DSL 6000 eine gute Wahl? Der DSL 6000-Anschluss ist neben dem DSL 16000-Anschluss der am weitesten verbreitete Internetanschluss in Deutschland. Er liefert eine Geschwindigkeit, die zumindest für die meisten Internetanwendungen ausreicht. Allerdings ist DSL 6000 nicht mehr ganz zeitgemäß. Falls vor Ort verfügbar, sollte ein Internetanschluss mit DSL 16000 oder VDSL 50 die erste Wahl sein. Der Name DSL 6000 bezieht sich auf die maximal erreichbare Geschwindigkeit des Internetanschlusses. Marie kann damit eine Datenrate von maximal 6 Megabit pro Sekunde für Downloads nutzen, also beim Herunterladen von Dateien, Anschauen von Videos oder dem einfachen Surfen im Netz. Für Uploads, also beim Hochladen von Dateien ins Internet, stehen hingegen nur etwa 0,5 Megabit pro Sekunde zur Verfügung. Da die meisten Anwender nur selten größere Dateien hochladen, ist das im Normalfall aber ausreichend. Die Geschwindigkeitsangaben der Anbieter beziehen sich immer auf die Maximalwerte eines Internetanschlusses. Das heißt, Marie erhält zwar in der Theorie bis zu 6 Megabit pro Sekunde, im Alltag kann der Wert aber durchaus darunter liegen. Im bundesweiten Durchschnitt liefert ein DSL 6000-Anschluss etwa 5 Megabit pro Sekunde. Ob Marie DSL 6000 oder mehr nutzen kann, hängt vor allem von der Modernität der Leitungen an ihrer Wohnadresse ab. Der Anschluss ist jedoch in einem Großteil des Bundesgebiets verfügbar. Sie sollte die DSL-Verfügbarkeit ruhig bei mehreren Anbietern prüfen. Womöglich erhält sie dann sogar ohne Zusatzkosten eine schnellere DSL-Geschwindigkeit. Denn viele DSL-Anbieter unterscheiden preislich nicht mehr zwischen DSL 6000 und DSL 16000, sondern schalten ihren Kunden immer die beste verfügbare Geschwindigkeit. Mehr Informationen zu DSL 6000 und zu den Geschwindigkeitswerten der Anbieter finden sich auf dslweb.de/dsl6000.